Viel zu viele Stunden sind seit dem letzten Mürzer Ostermarkt vergangen. Es kam eine Pandemie dazwischen. Vorsichtig kehrt der Alltag wieder zurück und damit auch liebgewonnene Traditionen, wie eben der Mürzer Ostermarkt. Die zahlreichen Aussteller sind glücklich, endlich wieder ihre Produkte zu präsentieren und die Besucher freuen sich, endlich wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Aussteller sind allesamt kreative Köpfe. Handwerkskunst liegt in der Luft. Selbstverständlich geht es nicht nur zur Osterzeit rund in den Werkstätten. Es muss das ganze Jahr schon vorbereitet werden, gebastelt werden, gefertigt werden. Das Holz gehört bearbeitet, die Keramik gehört geformt, gebrannt, glasiert. Das geht alles nicht von jetzt auf gleich, das dauert. Aber jedes einzelne Endergebnis kann sich sehen lassen. Ob Holz-Osterhase, Armbänder, Kerzen, Strickwaren und. Dem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Ein Schnapserl nach der zünftigen Osterjause gehört genauso dazu wie der Schoko-Osterhase. Aber halt, es gibt auch eine gesunde Alternative. Mir war eben wichtig, dass es was Natürliches gibt. Darum gibt es bei meiner Riegel zum Beispiel auch keine Schokolade, sondern es gibt zwar die Sorte Dattel-Kakaobohne, die schokoladig schmeckt, aber da wird die ganze Kakaobohne verwendet. Also einfach natürlicher. Genauso Noschen, aber einfach ein bisschen eine gesündere Alternative, genau, ohne schlechten Gewissen. Generell ist eine Tendenz zur Nachhaltigkeit spürbar. Man setzt auf Naturprodukte, beispielsweise auf Alpaka-Wolle oder einfach auf alles, was die Biene so zu bieten hat. Wir sind sehr kreativ, immer saisonbedingt. Entweder für Ostern wie Osterhasen oder im Herbst beim Zauberwald. Wir haben seit heuer Bienenwachs auch zum Verkaufen, für Salben zum selber machen oder auch selber zum Kerzenbasteln, wer dann auch möchte. Selbstgemachtes liegt im Trend, nicht nur bei den Kindern. Natürlich kommen die kleinsten Besucher am Ostermarkt auch heuer wieder voll auf ihre Kosten. Thema, was machst denn du da Schönes? Was wird denn das? Vogel. Ein Vogel. Und wo kommt das dann hin? In meinen Palmbusserl. Machst du den heute auch noch selber oder hast du ihn schon gemacht? Ich mache heute auch noch einen selber. Und da habe ich hinten noch ein Herz entdeckt. Ja, das ist für meine Mama. Hast du da einen Liebesbrief geschrieben? Nein. Na, bissi doch, wenn ich genau schaue, oder? Ja. Na, da wird sich die Mama aber freuen, wenn der Osterhase heuer so viel Liebe bringt.